Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, wir haben es uns heute gechillt, zum Wochenende gemütlich gemacht, um mit euch noch den neuen Concept Sale zu feiern, der angekündigt war. Es geht um die MISC Prospector, das kleine Einsteiger-Level-Mining-Schiff für eine Person. Die ist jetzt in den Concept Sale gekommen, wie auch angekündigt. Und jetzt haben wir ein paar genaue Daten und ich habe mir heute schon quasi das hartgesottene Miner-T-Shirt für euch angezogen, um mit euch ein bisschen über das Schiff zu sprechen und ein paar Infos zusammenzusammeln, die jetzt im ersten Post da rausgekommen sind. Wichtig ist, dass wir noch nicht viel auf die Stats eingehen jetzt und wir werden auch noch viele Fragen offen haben, die dann wiederum in den Q&As beantwortet werden. Das könnt ihr euch schon mal notieren. Die Q&As sind nächste Woche Mittwoch und nächste Woche Freitag. Da könnt ihr also jetzt über das Forum Fragen an die Entwickler schicken und die werden dann einen Q&A dazu machen. Das werden wir euch dann natürlich auch entsprechend zusammengepasst präsentieren. Jetzt kommen wir aber erstmal zum aktuellen Schiff. Es war von langem viel erwünscht, das kleine Mining-Schiff im Gegensatz zur großen Orion mit viel, viel mehr Besatzung und die sehr, sehr viel größer ist, haben wir hier es mit einem kleinen Kandidaten zu tun, der eine für eine Person gemacht ist. Das heißt, wir haben hier ein Schiff mit der Prospector vom Hersteller MISC, was nicht nur der Freelancer in ihrer Art sehr ähnelt, auch vom Aussehen her, sondern wir haben auch ein Schiff, was quasi in die gleiche Nische springt, nämlich die Leute zu nehmen, die sagen, ich möchte auch auf eigene Faust loslegen und ich verlasse mich am besten auf mich selbst. Was featuret das Schiff? Also was können wir jetzt mit euch durchgehen? Wir haben ein paar schöne Blueprints erhalten, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Die sehen wir jetzt hier. Wir wissen also, dass, wie das MISC-Design schon sagt, wir haben wieder diese VTOL-Engines, also diese Vertical Thruster, die das Schiff sehr präzise machen. Die sind an beiden Seiten sozusagen zu sehen. Damit soll das Schiff sehr manövrierfähig sein. Es soll sehr, sehr gut sich durch kleine und enge Asteroidencluster hindurch basteln können. Außerdem soll es sehr präzise zu landen sein. Da kommen wir noch später zu. Das ist auf jeden Fall ein Feature, was das Schiff mitbringt. Ansonsten haben wir vier Containerbuchten. Die sehen wir an der Seite vom Schiff. Da in diesen Containerbuchten ist es tatsächlich so, dass dort inflatable, also sich sozusagen selbst entfaltende Container befinden. Diese selbst entfaltenden Container sind erstmal vier Stück, die dann gefüllt werden und zwar über ein Filtersystem, was wiederum auch ein Feature ist. Das heißt, es geht über diesen Mining Laser hier, den wir hier über mir quasi sehen, rein. Das gesamte Material wird dann gefiltert, sodass nur die Materialien, die auch gewollt sind, übrig bleiben und der Rest wird hinten wieder ausgeblasen und dann füllen sich diese Container, die füllen sich automatisch, werden dann eben etwas größer und können dann abgeworfen werden, wenn sie voll sind und können dann durch Reservecontainer, die, weil sie eben klein sind, das Schiff mitträgt, ersetzt werden. Also, wir haben nicht nur vier Container an der Seite, sondern wir haben insgesamt 12. 8 sind nämlich sozusagen als Reserve dabei, 4 an den Seiten, die schon fest angebracht sind und 8 noch dazu, macht insgesamt 12 Container und damit kommen wir auf eine Gesamt-SCU-Last, die das Schiff tragen kann, von 128 SCU. Das setzen wir mal im Vergleich. Ich weiß, es ist ein grober Vergleich, weil wir das noch nicht ganz genau sagen können, aber im Vergleich kann man also sagen, die Hull A hat 48 SCU, 128 haben wir hier und 48 auf der anderen Seite. Dann haben wir natürlich die Hull B mit 384 SCU, deutlich größer, also die Prospector liegt dazwischen. Sie hat aber mehr zum Beispiel als eine Freelancer, die kommt auf 52 SCU, also deutlich mehr schon als das, einfach aufgrund dieser Containerstruktur. Und Schluss und letztendlich kann man auch sagen, deutlich weniger als die Orion. Die Orion hat nämlich 14.440 SCU. Da merkt man schon, die Rollen dieser Schiffe sind zwei komplett andere. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wir wissen also jetzt das Filtrierungssystem, die Engines sind auf jeden Fall Features davon und jetzt geht's weiter, dass man sagt, wofür ist das Schiff denn jetzt genau gemacht? Das ist jetzt genau der Punkt. Und sie sagen also, der Scanner, der verbaut ist, das ist das letzte Feature, das wir noch erwähnen müssen, der ist halt sehr, sehr präzise auf kürzere Reichweite, hat ein relativ breites Umfeld, um zu gucken, was um einen herum so ist, ohne sich selbst bewegen zu müssen. Aber ansonsten ist er halt sehr zielgerichtet und schafft es, kann es dem Schiff eben möglich machen, auch die kleinsten sozusagen richtig zu identifizieren oder eben durch Bodenstrukturen auf Planeten sozusagen durchzudringen. Und das ist eben das Kernfeature des Schiffes. Im Gegensatz zur großen Orion kann das Schiff auf einem Planetoiden, auf einem Asteroiden sogar oder eben auf einem prozedural gerenderten Planeten landen, dort sich sozusagen verankern, den Scanner einschalten
Und dann sozusagen die Bodenproben nehmen und schluss und letztendlich das auch verarbeiten. Sie beschreiben den Vorgang sogar, sie sagen also als erstes fliegt man so grob drüber über den Planeten, scannt sozusagen, dann identifiziert man mögliche Mineralien, Pockets, wie sie es nennen, also so ja sozusagen Ansammlungen von edleren Metallen oder Materialien, landet dann, richtet den entsprechenden Laser aus, lässt das Schiff minen und sich sammeln sozusagen. Im Zweifelsfall wirft man Container ab und lässt die abholen inzwischen von einem anderen Schiff und dann fliegt man weiter und geht sozusagen zum nächsten Pocket über. Und das ist im Grunde genommen der große Vorteil. Das kann die Orion nicht. Dafür ist sie nicht gemacht. Die ist für größere Asteroidenfelder. Das sind die beiden großen Unterschiede. Die Orion ist halt für ein sehr, sehr breites, großes Asteroidenfeld und sich da sozusagen durchzukämpfen und durchzufuttern, während die Prospector halt ein Precision Tool ist, also wirklich ein Schiff, was sehr auf dieses, auf diesen speziellen einen Zweck ausgemacht ist. Schluss und letztendlich kann man auf jeden Fall auch noch sagen, dass das Schiff einen Crew Quarter hat. Das heißt, wir haben hier noch als Feature drin verbaut ein Bett und eine Dusche, sieht man in den Innenzeichnungen dann auch nochmal. Und ja, da kann man also schon sagen, die Prospector an sich ist sozusagen wirklich das Ein-Mann-Schiff für denjenigen, der es schafft, ganz komplett unter sich zu sein und mit sich das sozusagen alles auszumachen, in Verbund vielleicht mit Freunden, die dann wiederum die Ladung abholen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und außerdem kann man dazu noch sagen, dass kein EVA nötig sein wird, um das Ganze zu machen. Das ist schon eine Frage, die sie automatisch mit beantworten. Alles soll eigentlich aus dem Cockpit regelbar und steuerbar sein. Also von daher ist das jetzt erstmal die erste Vorstellung sozusagen dieses Schiffs. Wir haben noch zwei, drei Hinweise für euch. Also das erste ist Preis natürlich. Wir haben 151,61 € inklusive deutscher Mehrwertsteuer und außerdem mit Lifetime Insurance, weil es ist ein Concept Sale, natürlich ist der auch dann mit Lifetime Insurance. Wir sagen auch vorher, der Preis wird beim nächsten Mal, wenn sie es verkaufen, es wird ja wiederkommen, dann steigen unter Umständen. Das ist eigentlich bei allen Schiffen so. Das heißt, jetzt gibt es dieses Schiff exklusiv zu diesem Preis und zwar das Ganze eben bis 2. Mai, also bis 2.5. starten heute und bis 2.5. könnt ihr das Schiff dann so holen. Wir haben noch den schönen Hinweis auf der Seite selbst gefunden, da gibt es etwas, das können sich wirklich die Miner unter euch angucken, die dann sagen, ja, was ist denn das? Und zwar kann man sich bewerben bei der Shubin Interstellar Mining Station als zukünftiger Miner. Ich habe es nicht gemacht, ich will kein Miner werden, aber ihr könnt es ja da draußen mal machen und uns ein paar Kommentare reinschreiben, was da mal passiert mit euch, ob das ein Minigame ist. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobieren können. Außerdem weise ich noch mal ganz nett hin, sozusagen auf unsere Mining-Mechanik sozusagen, dass die Mining-Mechanik, die jetzt RSI rausgegeben hat, haben wir für euch übersetzt. Und das könnt ihr euch dann eben sozusagen angucken und direkt bei SCB aufrufen. Seht ihr hier direkt über mir sozusagen einen Link. Da könnt ihr hin und da erfahrt ihr noch mal alles, was im Detail über die Mining-Mechanik zu sagen ist. RSI selbst verlinkt auch auf ihren Artikel, darum haben wir es hier für euch mal eingebaut, dann könnt ihr euch das noch angucken. Ja, Schluss und letztendlich war es das also sozusagen dann tatsächlich für den Verse Report hier über die MISC Prospector. Ich finde es total spannendes Schiff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zwar kein Miner und ich werde das auch nicht tun, aber ich finde, sie ist super gut gelungen. Sieht spannend aus und wird für euch bestimmt sicherlich einiges ja, mit beinhalten, was ihr cool findet. Also von daher sind wir sehr gespannt auf eure Reaktionen. Sehr gespannt darauf, wie ihr dazu auch für Fragen stellt und was dann vielleicht auch in den Q&As noch nächste Woche geklärt werden kann. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert unseren Channel, wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt. Nicht nur zur MISC Prospector und dem Concept Sale, sondern zu allem anderen, was Star Citizen betrifft, natürlich auch. Außerdem kommentiert unter unser Video, wie ihr es fandet und was ihr noch für Fragen vielleicht habt. Liked oder disliked das Video und schluss und letztendlich würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns dann auf Patreon unterstützt für unsere Arbeit, die wir hier machen, für die deutsche Community und für euer Star Citizen an sich natürlich. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, vermutlich dann auf jeden Fall spätestens zu den Q&As. Ein schönes Wochenende euch und see you on the flight deck. Sawyer out.